Jetzt geht's um Musik. Heute im Hier und Jetzt mal kein Video zum Garten oder der Permakultur bezüglich des Anbaus von seinem eigenen Obst und Gemüse, sondern heute geht es mal um das Thema Musik, denn schließlich gehört ja zur Permakultur auch das kulturelle Miteinander und ich weiß ja nicht, Musik gehört für viele mit zum alltäglichen Leben dazu. Dazu wird getanzt, gesungen, man hat einfach Spaß und Freude, wenn man miteinander singt, Musik macht, musiziert und ja, sowas gehört natürlich auch mit zum einem Permakulturprojekt. Und natürlich wurde ich auch von dem Florian vom Tastengarten, glaube ich, wurde ich nominiert von Gartensarche Musik Challenge. Und da dachte ich mir, ja gut, mache ich einfach mal mit und schaue, was einfach mal so dabei rauskommt. Und habe mir auch das Video von der Gartenarche auch mal angeschaut und dachte mir so, ja warum nicht? Mach mal selbst so ein Video zum Thema Musik. Bei der Challenge ist es üblich, sich mal erstmal kurz vorzustellen. Das mache ich jetzt erstmal auch, damit man so eine kleine Einordnung hat, welche Musikrichtung es ungefähr gehen könnte. Also ich bin ein mehrdimensionales, zeitloses Schöpferwesen, welches diesen Körper steuert. Die Leute rufen mich zum Beispiel Chris, Christian oder von meinem Bruder wurde ich früher auch Kiki genannt. In dieser Zeitrechnung bin ich 25 Jahre alt und was habe ich jetzt alles so für Musik gehört und was höre ich jetzt alles für Musik? Also damals, vor gut 10 Jahren, wo ich mich jetzt nicht so mit der Natur, der Permakultur und dem Spirituellen auch gewidmet habe, da habe ich sehr viel Metal gehört, also Heavy Metal, Death Metal, also die ganzen verschiedenen Heavy Metal Sachen, was es da alles gibt. Da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Da war zum Beispiel früher meine Lieblingsband Avenged Sevenfold. Disturbed habe ich da auch gerne gehört, sowas wie Linkin Park. Das war alles mit dabei, aber auch so gesellschaftskritische Lieder habe ich da auch gehört. Zum Beispiel Irie Revoltes, weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist so eine Band oder sind auch Künstler, die auf Deutsch und Französisch singen. Habe ich mir auch ab und zu mal solche Parodien angehört von Schlagern oder irgendwie sowas. Das habe ich mir auch immer gerne angehört. Aber es ist immer irgendwas, was ziemlich viel Freude macht. Da hat mich mein älterer Bruder sehr geprägt zu der Zeit. Also der hat das halt überwiegend gehört und dann habe ich mir das halt auch angehört, dass war zu der Zeit oder ist vielleicht auch immer noch sehr skurril, sich sowas anzuhören. Also ich bin und war auch nie der Fan von Schlager, auch heute nicht. Das habe ich mir nie angehört oder irgendwelche solche Musik, so was man halt überwiegend auf Partys anhört, sowas wie Dubstep oder sowas mag ich auch nicht. Höre ich halt nicht so gerne, ist jetzt keine Wertung, darf ja jeder für sich entscheiden, wie er möchte. Das ist von der Reihe in dem Video. Jeder darf anhören, was er möchte. Ich habe kein Problem damit. Ich sage einfach nur, was für mich sich harmonisch klingt und was nicht. Und das hat sich bis zu den letzten 5 Jahre durchgezogen. Da hat sich halt meine Musikrichtung langsam geändert, seitdem ich mich ein bisschen mehr mit der Natur und meiner selbst widme. Da habe ich dann angefangen, zum Beispiel mehr oder weniger klassische Musik zu hören, aus sowas von Ballett wie Schwanensee, solche Sachen, Beethoven, Mozart, dann einen russischen Komponisten, fällt mir gerade der Name nicht ein, solche Sachen habe ich dann mehr oder weniger gehört und auch immer solche Entspannungsmusik zum Beispiel. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich, bin jetzt nicht mehr so der Fan von Komponieren oder Komponisten, die ich mir jetzt anhöre auf CD, auf Handy oder sowas, davon bin ich komplett weg. Was mir immer schön Freude macht, sind die Geräusche der Natur. Also wenn ich so die Vögel pfeifen höre oder Bienen schwirren, summen, sowas finde ich ganz schön. Also da entspanne ich mich auch sehr gerne. Und was ich auch immer sehr gerne mag, wenn Leute zum Beispiel
Instrumente spielen können, was ich leider nicht kann. Also keinerlei Instrumente habe ich auch nie gelernt. In der Schule überhaupt nicht. Da ging es ja mehr um Musikunterricht, um die Geschichte von irgendwelchen Komponisten, was ja völlig irrelevant ist. Da geht's ja mehr, sollte es mehr darum gehen, selbst zu singen, komponieren oder auch mal Instrumente zu spielen. Und das finde ich halt immer ganz schön, wenn Leute Klavier spielen können, Gitarre und auch dazu singen können. Also zum Beispiel mein Freund Christian, der mir für mich die Flyers gemacht hat, der hat mir mal so ein paar Klavierstücke zugesendet. Das finde ich sehr schön. Oder auch der Melonenkönig Andreas. Hi Andreas, wenn du das Video siehst. Also der kann auch Gitarre spielen und da höre ich ihm auch immer gerne zu. Und sowas gefällt mir halt einfach, wenn die Leute so selbst Instrumente spielen. Da höre ich auch immer sehr gerne zu. So dieser musikfanatische junge Mann bin ich eh nie gewesen. Also für mich ist halt Musik immer so eine Sache von nebenbei. Manche gehen ja gleich wieder in einen Glaubenskrieg. Das kennt man zum Beispiel beim Fußball. Der Verein ist besser als der andere. Die Band ist besser als das. Wenn du das hörst, dann bist du Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Muss nicht unbedingt sein. Ich habe halt Musik immer oder höre es auch immer nur nebenbei oder wenn ich Lust darauf habe und dann darauf, was ich möchte, da gebe ich auch wenig Wert, was andere dabei denken. Und zu dieser Fanatiker, der bin ich auch nie. Das letzte Konzert, wo ich besucht habe, das war vor 8 Jahren, auch wahrscheinlich das einzige, soweit ich weiß. Das war von YTT, das war so eine kleine Gruppe auf YouTube, wo die sich zusammengeschlossen haben. Die haben immer Videoparodien gemacht und die hatten halt auch viele verschiedene Songparodien und die hatten mal ein Konzert hier in Nürnberg, also in Oberbayern, beziehungsweise in Franken ist glaube ich Nürnberg, egal, in Bayern jedenfalls. Und das habe ich mit meinen Brüdern besucht damals, weil die sich das auch anhören wollten, dachte ich so, ja gut, warum nicht, fährst halt mit denen mit. Hab mir das dann angehört und vor 5 Jahren war ich auch bei Schwanensee mit meiner Mutter. Also das Ballett wird ja auch sozusagen mit Musikstücken unterlegt und das hat mir zum Beispiel auch gefallen und das würde ich jetzt auch zum Beispiel unter einem Konzert zum Beispiel sehen, dass ich das sowas besucht habe. Und ja, das ist jetzt so das Thema, was mir jetzt zu dieser Musik-Challenge einfällt, meine Sichtweise, wie ich Musik höre, was ich alles gehört habe und was ich jetzt alles höre und so das Ganze drumherum. Ich bedanke mich auch vielmals, dass ich nominiert wurde und jetzt einfach mal spontan dieses Video dazu, zu diesem Beitrag machen darf. Normalerweise, was bei dieser Challenge als Regel gilt, dass man weitere Kanäle nominiert. Da möchte ich jetzt niemanden dazu zwingen oder nominieren oder fragen, wer dazu Lust hat. Ich mache es jetzt einfach so, wenn sich jemand von YouTube oder auch ihr auch Lust hat, solche Videos zu machen und das auch bei dieser Challenge mitzumachen und ein Video hochzuladen dazu, kann sich gerne dazu frei fühlen und auch ein Video machen. Wie gesagt, das ist eine Challenge von der Gartenarche. Da verlinke ich nochmal das Video in der Infobeschreibung und auch seinen Kanal. Da kann man sich da selbst ein Bild dazu machen und wer Lust hat, darf mitmachen, wer nicht, nicht. Sonst gehe ich jetzt wieder raus in den Garten. Ist wieder schönes Wetter, schöne Sommer, Sonne. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst könnt ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählen. Wie gesagt, es geht hauptsächlich um den Permakulturaspekt mit dem Garten. Darum dreht sich mehr oder weniger die Videos. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt weiter erzählen. Damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, wir gemeinsam im Sinne der Permakultur uns der Natur widmen können. In diesem Sinne wünsche ich auch wunderbare und schöne vor Frühlingstage, beziehungsweise es ist ja schon fast Frühling. Viel Spaß in der Natur und im Garten und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.